Wir befinden uns hier jetzt in der Zellkultur. Unsere Körperzellen, die sind nur 25 Mikrometer groß und deswegen brauchen wir natürlich einen Helfer, damit wir diese Zellen auch sehen, nämlich die Mikroskope. In unserem Körper finden wir ca. 200 verschiedene Zelltypen, Muskelzellen, Nervenzellen, Hautzellen und genau diese Zelltypen, die untersuchen wir im Labor. Also wir verwenden immer eine einzige Zellart, um die dann spezifisch zu untersuchen, zum Beispiel auf gewisse Eiweißstoffe, auf Veränderungen dieser Eiweißstoffe im Alterungsprozess. Wie kultivieren wir jetzt die Zellen in der Zellkultur? Wie machen wir das, dass wir sie tatsächlich für unsere Experimente verwenden können? Dafür brauchen wir ein bisschen Equipment. Unter anderem Zellkulturgefäße. In diesen Gefäßen setzen wir unsere Zellen, die wir testen wollen, aus. Wenn wir jetzt zum Beispiel Endothelzellen aussetzen, dann setzen sich diese Zellen am Boden von den Zellkulturgefäßen ab. Diese Endothelzellen, die kleiden nämlich normalerweise unsere Gefäße aus und deswegen haben die ein gewisses Bedürfnis, sich irgendwo abzusetzen und dann auch eine durchgehende Schicht zu bilden. Und genau das machen sie in diesen Zellkulturgefäßen. Jetzt brauchen unsere Zellen natürlich auch Nährstoffe, damit sie wachsen können, auch hier im Labor. Und deswegen gibt es das Zellkulturmedium. Das Zellkulturmedium, das ist versetzt mit Glucose zum Beispiel, also mit Energiestoffen, mit Nährstoffen, aber auch mit Vitaminen, Mineralstoffen, Wachstumsfaktoren. Und ihr seht schon, das ist rot und das ist deswegen rot, weil da nämlich ein Farbstoff drinnen ist, das Phenolrot. Und dieses Phenolrot, das zeigt uns an, dass der pH-Wert passt. Wenn das nämlich so schön rot ist, dann wissen wir, der pH-Wert ist circa bei 7. So wie das unsere Zellen auch im Körper vorfinden. Und wenn dann Zellen tatsächlich ausgesetzt sind in den Zellkulturgefäßen, dann sieht es so aus. Also wir haben da die Zellen am Boden von dem Zellkulturgefäß, wir haben das Nährmedium darüber und damit wir die Zellen tatsächlich anschauen können, brauchen wir das Mikroskop dafür. Bei den Mikroskopen stehen uns verschiedene Modelle zur Verfügung. Für den täglichen Check unserer Zellen reicht uns ein Lichtmikroskop, wie wir es hier am Video sehen. Wenn wir aber genauere Analysen machen wollen, dann greifen wir auf Fluoreszenzmikroskope zurück. Und hier sehen wir Zellen, in welchen wir die Mitochondrien mit einem fluoreszierenden Farbstoff angefärbt haben. Und die Mitochondrien durchspannen die Zellen wie ein dichtes Netzwerk und der Farbstoff erlaubt uns, einerseits die Struktur, aber auch die Dynamik der Mitochondrien zu untersuchen. Nachdem unser Körper auf 37 Grad temperiert ist, müssen wir zwischen den Experimenten unsere Zellen dann auch in Inkubatoren auf 37 Grad lagern.